Hallo, liebe Schülerinnen und Schüler. Hallo zusammen. Heute zum Thema Integral und Flächeninhalt Teil 2. Und zwar geht es in diesem Video nur um die Flächeninhalte zwischen zwei Funktionen. Hier im Beispiel, wir haben den Graph zweier allgemeinen Funktionen, f von x und g von x, und wollen die Fläche dazwischen bestimmen. Überlegen wir, bräuchten ja eigentlich das Integral von a nach b von f von x dx erstmal. Das wäre sozusagen die Fläche unterhalb, also der orientierte Flächeninhalt, unterhalb von dieser Linie, komplett bis ganz runter. Dann hätten wir den orangen und den weißen hier noch. Das ist ein bisschen zu viel. Das heißt, das, was hier unten ist, ziehen wir ab. Also minus das Integral von den Grenzen a b von g von x dx. Jetzt ist das auch ein bisschen... Ja, es geht schon, man kann es berechnen, aber es gibt im Endeffekt noch eine einfache Rechenregel dafür. Die zeigen wir hier einmal. Und zwar kann man das einfach berechnen, indem man einmal das Integral macht von a nach b und die Differenz der Funktionen hier nimmt. Also wenn immer ihr sozusagen mehrere Integrale habt, die dieselben Grenzen haben, also dieselbe untere und dieselbe obere Grenze, und diese Integrale werden addiert oder voneinander subtrahiert, dann kann man das Ganze auch in ein Integral reinschreiben zusammen. Richtig. Also was er sagt, es gilt mit Minus hier und es gilt auch mit Plus. Und wichtig auch, wenn man das dann macht, wirklich das hier zuerst berechnen, soweit vereinfachen, wie es nicht mehr geht, und dann erst aufleiten. Okay. Gut, in diesem Beispiel über Betrag oder Ähnliches müssen wir hier noch nicht nachdenken. Es ist hier komplett oberhalb der x-Achse, also entspricht der orientierte Flächeninhalt, den wir hier berechnen, ja gerade auch dem tatsächlichen Flächeninhalt. Gut, und jetzt haben wir hier ein Beispiel. Da ist g von x geht ein bisschen unterhalb der x-Achse. Und das Schöne ist, was wir euch jetzt direkt sagen können schon, es geht genau gleich. Der Flächeninhalt hier a ist auch das Integral von a nach b von f von x minus g von x dx. Um zu beweisen, dass das, was der Herr Fähnrich gerade schon vorweggenommen hat, auch wirklich stimmt, habe ich hier drüben das Koordinatensystem nochmal hingezeichnet. Da drin ist auch nochmal die beiden Funktionen und die Fläche dazwischen. Und wir schauen uns mal an, was passiert, wenn man diese beiden Funktionen nach oben oder unten verschiebt. Ihre Position ändert sich zwar, die orangene Fläche bleibt aber gleich groß. Also verschiebe ich doch jetzt beides mal so, dass beide Funktionen und damit der komplette orangene Bereich in diesem Intervall oberhalb der x-Achse liegen. Und jetzt überlegen wir uns das Ganze nochmal. So, ich habe es hier schon mal hingeschrieben, a1 und a2 sind gleich groß. Das Ganze ist nur etwas verschoben. Wie berechnet man a2? Naja, das ist derselbe Fall wie da oben. Wir machen das Integral und würden hier sozusagen einzeln berechnen, erstmal die komplette Fläche unter f, das orange plus das weiße, müssen dann das weiße noch abziehen. Und da oben haben wir schon gelernt, wir können das beides auch zusammenfassen, ist hier genau der gleiche Term wie oben. Was wichtig ist, das hat oben noch gefehlt, das vergisst man manchmal, wir auch. Wenn man solche zusammengesetzten Funktionen im Integral hat, macht hier einfach bitte eine große Klammer drumherum. Hier oben auch und hier auch. Also, allgemein kann man sagen, wird eine Fläche A über dem Intervall AB von den Graphen zweier Funktionen f und g begrenzt und gilt f von x größer gleich g von x für alle x aus diesem Intervall AB, dann gilt genau diese folgende Regel oder diese Formel, die wir vorhin hergeleitet haben. Hier steht es noch und gilt f von x größer gleich g von x. Das galt bei uns die ganze Zeit vorher. Wir zeigen es mal. Ich springe mal zurück, wenn ich hinkomme. Da f von x hier, jeder einzelne Funktionswert aus diesem Intervall war immer größer als jeder einzelne Funktionswert der anderen Funktion aus dem Intervall. Beim anderen Beispiel hier. Genauso. Genau. Und zum Beispiel, wo das nicht gilt, weil müssen wir mal aufpassen, dass das gilt, zum Beispiel, wo das nicht gilt, kommen wir jetzt und gucken uns die mal an. Berechne den Inhalt der Fläche, die von den beiden Funktionen f und g mit f von x gleich minus x hoch 3 plus x und g von x gleich minus 3x begrenzt wird. So, wenn man sich das anschaut, könnte man sagen, Moment mal, uns fehlen die beiden seitlichen Begrenzungen, wie wir sie hier bei unserem Beispiel noch hatten mit a und b, was dann auch die Integrationsgrenzen gewesen sind. Allerdings ist es so, dass hier die Funktionen
anders die Fläche begrenzen. Ich mache mal ein Beispiel. Ganz bewusst, das sind jetzt nicht die Graphen zu den Funktionen hier. Das seien irgendwelche beliebigen Funktionen, zum Beispiel einmal so und einmal so. Dann grenzen diese beiden Funktionen auch eine Fläche ein, und zwar hier. Und die Grenzen von dieser Fläche sind jetzt genau die Schnittpunkte der beiden Funktionen. Hier wäre jetzt sozusagen das A, der Beginn, wo wir integrieren müssen, und hier das B, das Ende, wo wir integrieren müssen. Also bestimmen wir zunächst mal die Schnittpunkte. Das Ganze könnt ihr jetzt auch mal selber probieren, ob ihr die Schnittpunkte von diesen beiden Funktionen rausbekommt. Wir zeigen euch dann gleich die Lösung. So, Schnittstellen sind berechnet, die beiden Funktionen gleichgesetzt und umgeformt. Ihr könnt euch das in Ruhe anschauen, wenn das Video pausiert, wie es funktioniert. Wir haben es jetzt oft genug gemacht. Als Ergebnis bekommen wir drei Schnittstellen, x1 gleich 0, x2, das habe ich falsch benannt hier, x2 wäre 2 und x3 wäre minus 2. Ups, jetzt haben wir plötzlich drei Stellen. Ich habe vorhin davon geredet, naja, wir haben dann 2. Gut, es ist aber auch möglich, dass zwei Funktionen drei Schnittstellen haben. Stellen wir uns zum Beispiel einfach mal diesen Fall hier vor. Eine Funktion und noch eine Funktion. Dann gibt es hier drei Schnittstellen. Auch diese Funktionen hier schließen eine gemeinsame Fläche ein. So. Jetzt kommt noch eine Stelle, wo wir anfangen müssen aufpassen. Und zwar, wir erinnern uns daran, das Ganze, dass wir das einfach so machen können, gilt, wenn im gesamten Intervall, in dem wir das machen, zum Beispiel f größer ist als g. Hier bei unserem Anfangsbeispiel, kein Problem, da war das überall so. Hier, wenn wir jetzt so einen Fall haben mit drei Schnittpunkten, haben wir einmal, dass diese Gerade oberhalb der Funktion ist. Dann müssten wir also die Gerade minus der Funktion machen in diesem Intervall. Und hier liegt diese Funktion oberhalb der Geraden. Dann müssten wir zuerst die machen, minus der. Deswegen müssen wir jetzt Teilintervalle anschauen. Einmal von hier bis hier und von hier bis hier. Und das ist kein Problem, denn durch die dritte Nullstelle, die dazwischen liegt, wir haben eine bei minus 2, dann kommt die bei 0, die bei 2, haben wir Teilintervalle. Die notieren wir uns jetzt erstmal. So, mit Hilfe der Schnittpunkte habe ich jetzt zwei Teilintervalle aufgeschrieben und wir müssen uns jetzt überlegen, für jedes Teilintervall, welche Funktion von f und g liegt denn über der anderen. Auf jeden Fall wissen wir, dass im gesamten Intervall, das sieht man deutlich an der Skizze wie hier, immer eine Funktion über der anderen liegt. Wenn dazwischen drin ein Wechsel wäre, dass plötzlich die andere Funktion oben liegt, müssten wir einen weiteren Schnittpunkt haben. Es gibt nur diese drei Schnittpunkte, also haben wir nur einmal den Wechsel, wo die eine Funktion über die andere geht. Erst im Intervall, wir überlegen uns am besten eine Stelle, die dazwischen liegt. In diesem Fall können wir sagen, wir überlegen uns mal minus 1. Minus 1 ist auf jeden Fall im Intervall drin. Wir schauen mal, f von minus 1. Minus 1 hoch 3 wäre minus 1. Dadurch, dass ein Minus davor ist, wird daraus plus 1. Minus 1 ist gerade 0. Wir überlegen uns g von minus 1. Minus 3 mal minus 1 ist 3. G hat einen deutlich größeren Funktionswert, also können wir sagen, g von x ist größer gleich f von x in diesem Intervall. Also noch genauer, für alle x aus diesem Intervall. Ja. Gut, dann schreibt ihr das doch mal für das zweite Intervall auf. Wir zeigen euch gleich, wie es richtig heißen muss. So, im zweiten Intervall habe ich jetzt wieder einen Wert genommen, der genau dazwischen liegt. F von 1 ist 0, g von 1 ist minus 3. Und dann wird eindeutig klar, jetzt müssen die Funktionswerte von f über denen von g liegen. So, jetzt können wir den Flächeninhalt fürs eine Intervall und fürs andere genauso berechnen, wie wir es hier in unserer Regel gesehen haben. Wir müssen nur immer dran denken, die Funktion, die in diesem Intervall drüber liegt, kommt zuerst und von der ziehen wir die andere Funktion ab. Das heißt, im ersten Intervall kommt zuerst g und wir ziehen f von x ab. Im zweiten ist es dann so wie in der Regel, erst f und wir ziehen g von x ab. Das wäre jetzt unser dritter Schritt, nämlich Flächen der Teilintervalle berechnen. Probiert mal selber aus, ob ihr das schon hinbekommt mit der Regel. Anschließend schauen wir uns zusammen die Lösung an. Okay, hier werden unsere beiden Teilflächen a1 und a2. Für a1 machen wir das Integral von minus 2 bis 0. G von x minus f von x, da hier ja die Funktion g über der Funktion f liegt, wie wir im letzten Schritt herausgefunden haben. Fürs andere machen wir f von x minus g von x. So. In beiden Fällen
haben wir hier zunächst mal die beiden Funktionen voneinander, die hintere Funktion von der vorderen subtrahiert, dann eine gemeinsame Funktion gebildet, die wurde dann integriert, die Grenzen eingesetzt nach allen Regeln, die wir schon kennen. Und bei der ersten Funktion kommt 4 raus, bei der zweiten Funktion kommt hier in diesem Fall ebenfalls 4 raus, was aber nicht immer der Fall sein muss. So, jetzt fehlt natürlich noch ein letzter Schritt, das sind nur die beiden Teilflächen. Wir wollen natürlich jetzt den Gesamtflächeninhalt wissen. Und das ist dann sozusagen auch unser letzter Schritt. Viertens, Gesamtflächeninhalt. Naja, und da müssen wir nichts anderes machen, als die einzelnen Teilflächen, die wir haben, zu addieren. Groß A ist gleich A1 plus A2. Und dann haben wir 4 plus 4. Und dann haben wir den Gesamtflächeninhalt 8. Gut, damit werden wir durch. Und wie gesagt, im nächsten Schritt üben wir das noch. Wenn ihr was nicht verstanden habt, verwendet die Kommentarfunktion. Ansonsten bis zur nächsten Stunde. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Hey, wir sind's nochmal. Und zwar haben wir noch 2 kleine Tipps für euch. Der erste Tipp wäre ein Video, was hervorragend zu dem aktuellen Video passt. Und vielleicht habt ihr ja noch nicht unseren Kanal abonniert, dann würden wir euch empfehlen, macht das, dann werdet ihr immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. So, das war's jetzt aber wirklich. Ciao. Tschüss.